Also sprechen wir darüber mit Jörg Schieb, Autor und Netzexperte des Westdeutschen Rundfunks. Hallo, schönen guten Abend, Herr Schieb. Grüß Sie, guten Abend. Herr Schieb, also wenn das stimmt, was die Technische Universität Berlin da herausgefunden hat, dass also antisemitischer Hass im Netz zunimmt, dann erklären Sie uns doch mal, was das Netz damit zu tun hat. Das Netz ist natürlich der ideale Ort. Zum einen ist es grenzüberschreitend, es ist schwierig, geltendes Recht da durchzusetzen. Und vor allem ist das Internet natürlich ein Ort, wo man sich sehr gut anonym verständigen kann. Also das heißt also, der Absender von Botschaften jeder Art, eben auch von antisemitischen Botschaften, der muss nicht unbedingt mit Namen genannt werden. Das heißt, man kann einfach so Accounts öffnen und diese Kanäle bespielen. Darüber hinaus ist es natürlich auch eine Tatsache, dass die sozialen Netzwerke, Twitter, insbesondere Facebook selbstverständlich heutzutage eine ganz, ganz wichtige Informationsquelle für viele Menschen sind, sodass also auch gleichzeitig auch noch ein großes Bedürfnis da ist, eine große Chance da ist, diese Netzwerke zu nutzen, anonym zu nutzen, um die Botschaften, die Propaganda, was auch immer loszuwerden. Also dann greife ich das mal auf, was Sie gesagt haben. Facebook sprechen wir gleich drüber, aber diese Anonymität. Die Technische Universität schreibt in ihrem Fazit eben genau von dieser Anonymität der User, die zur Verbreitung von antisemitischen Gedanken führen würde. Diese Anonymität, die werden wir ja nie abschaffen können. Heißt das, dass in Zukunft aus Ihrer Sicht der Antisemitismus im Netz weiter zunehmen wird? Generell ist alles, was so an Propaganda denkbar ist, auch Hetze jeder Art, nicht nur antisemitische Hetze im Netz, ein großes Problem, auch eins, das zunehmen wird, wenn wir nicht entsprechende Pflöcke einschlagen. Also in Europa konnten wir ja sehr wohl... Das wären einfach Gesetze, die vorschreiben, dass wir uns zum Beispiel nicht anonym äußern können. Das wäre ja eine Möglichkeit. Das hat selbstverständlich auch Nachteile, aber es wäre zumindest mal diskussionswürdig. Es wäre aber eine Möglichkeit. Dann wäre es ja auch möglich, dass man jede Form von Hetze und Propaganda einfach strikter ahndet. Entweder strafrechtlich ahndet, aber auch bei den Netzwerken ahndet, sodass die also auch mehr Motivation hätten, dafür zu sorgen, dass die Netzwerke sauber sind und nicht eben vollgespült werden von übler Nachrede, von Lügen, von Fake News, von Hate Speech und so weiter. Das wären zwei sehr wirksame Instrumente, die man installieren könnte, die natürlich bei den Netzwerken nicht gerade für Begeisterung sorgen dürfte. Das ist ganz klar, weil es mit Aufwand verbunden ist, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Nun, es ist ja so, dass die Gesetzeslagen nicht in allen Ländern gleich sind. Beispielsweise die Leugnung des Holocaust ist in Deutschland strafbar, woanders eben nicht. Wenn Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, um Facebook aufzugreifen, der ja übrigens selbst Jude ist, wenn der sagt, er will Holocaust-Leugnern nicht überall in der ganzen Welt ihre Kommentare löschen, warum nicht? Also er sagt ja ganz merkwürdigerweise, er würde erst löschen wollen, wenn ein Aufruf für Hass oder Verhetzung da wäre. Also ich kann keine Trennlinie ziehen eigentlich zwischen der Leugnung von Holocaust und Hass und Aufruf zur Hetze oder Volksverhetzung sozusagen. Deswegen ist es ja auch in Deutschland aus gutem Grund strafbar, das zu tun. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, von der Logik schon gar nicht. Und das zeigt letztlich, finde ich, nur, dass Mark Zuckerberg einfach verantwortungslos ist. Es ist ja nicht das erste Beispiel, allerdings sogar bei diesem Thema ist er verantwortungslos, obwohl er ja zum einen sein Volk schützen müsste, dann müsste er sein Netzwerk sauber halten und für seine User da sein. In beiden Fällen versagt er, ist ein weiteres Indiz dafür, dass er nicht möchte, dass sein Netzwerk, dass seine Plattform als Medium begriffen wird, wo irgendwelche Regeln gelten, außer denen, die er selbst vorgibt. Da geht sogar so weit, dass er selbst zu diesem Thema diese Stellungnahme gibt und das ist schon bedenklich. Das ist ja interessant. Vielleicht noch kurz zum Abschluss der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der hat heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin eben auch kein Verständnis geäußert für dieses unterschiedliche Rechtsverständnis Deutschland-USA, das Zuckerberg da offenbar auch hat. Also ist es am Ende so, dass das Netz, also wie Zuckerberg und die Internetkonzerne es verstehen, diesen Inbegriff von Freedom of Speech, auf den Sie ja eben auch schon abgezielt haben, am Ende eben auch ohne Grenzen wollen? Das gilt leider für das Silicon Valley ganz allgemein, dass sie sich ganz gerne abheben, mittlerweile ja auch der Politik Schulunterricht geben wollen und ihnen erklären wollen, wie die Welt funktioniert und nicht umgekehrt akzeptieren, dass es gesellschaftliche Regeln gibt, die sie dann bitte schön auch anzuwenden haben. Sie wollen also mehr ihren eigenen Lebensstil, ihre eigenen Vorstellungen von der Welt auf die Welt übertragen. Das ist die falsche Richtung eindeutig und deswegen muss die Politik sehr, sehr stark sein, weil das Silicon Valley sehr selbstbewusst ist, Facebook sehr selbstbewusst ist, das sehen wir ja hier. Deswegen ist es umso wichtiger, klare Regeln vorzugeben, an denen die sich zu halten haben und nicht umgekehrt. Jörg Schieb, Autor und Netzexperte des Westdeutschen Rundfunks, vielen Dank Ihnen für die sehr, sehr klaren Einschätzungen. Gerne.